Tradition, die verpflichtet. Hebo- und Hebodur-Instrumente. Geprüfte Qualität von Meisterhand. Die Produktionsstätte der Hebo- und Hebodur-Instrumente befindet sich seit der Gründung im Jahre 1931 in Weilheim. Geografisch ist Weilheim-Tuttlingen zwischen dem Schwarzwald, dem Bodensee und unweit der Donauquelle ganz im Südwesten von Deutschland zu suchen, nur wenige Kilometer von Tuttlingen entfernt, der weltweit bekannten Stadt der heilenden Instrumente. In diesem herrlichen Landstrich von Deutschland wird den Einwohnern von alters her Ausdauer, Fleiß und Erfindergeist nachgesagt. Thaddäus Butsch begann 1903 eine Ausbildung als Metallschleifer bei einer großen Tuttlinger Firma. Er arbeitete dort mehrere Jahre als Ausbilder, bevor er im Jahre 1931 den Grundstein der heutigen Hebo-Instrumente legte. Die Produktionsstätte seiner Polierwerkstatt befand sich zur damaligen Zeit im Untergeschoss des elterlichen Hauses auf ca. 25 Quadratmeter Grundfläche. Namhafte Instrumentenhersteller zählten damals schon zu seinen Kunden. Sein Sohn Hermann Butsch begann 1930 eine Lehre als Chirurgiemechaniker, die er 1933 abschloss. Bis zu seiner Einberufung in den Wehrdienst war er bei verschiedenen Tuttlinger Firmen tätig. 1948 gründete er die heutige Firma. Eine abgelegte Meisterprüfung in diesem Handwerk befähigte ihn, in den darauf folgenden Jahren außer dem Vater Thaddäus noch weitere Gesellen einzustellen. Auch der Sohn Rudolf Butsch schloss sich der Familientradition an. Er beendete 1966 erfolgreich seine Lehre als Chirurgiemechaniker, um anschließend in den väterlichen Betrieb einzutreten. Als Handwerksmeister seines Faches übernahm er 1981 die Geschäftsleitung der Hebo-Instrumente und setzte in bewährter Weise die Geschäftspolitik fort. Durch die steigende Nachfrage im In- und Ausland nach Qualitätsinstrumenten aus originaldeutscher Fertigung wurde seit den Gründerjahren die Firma in verschiedenen Bauabschnitten auf ca. 1000 Quadratmeter vergrößert. Es wurde nie versäumt, die Produktion der technischen Entwicklung anzupassen, um durch Rationalisierung der Fertigungsmethoden konkurrenzfähige Preise und Produkte auf dem Weltmarkt anbieten zu können. Mit dem stetigen Ausbau der Fräserei wurde eine völlig neue Produktionsstätte erforderlich. Danach konnte das alte Gebäude komplett für die Einrichtung eines eigenen Vertriebes sowie für Verwaltung, Lager und Versand genutzt werden. Ein 196 Seiten umfassender Katalog verschafft den Kunden in aller Welt eine Übersicht über das Hebo-Verkaufsprogramm. Hebo-Erzeugnisse sind Qualitätsprodukte made in Germany, die vor dem Versand von kritisch prüfenden Augen auf einwandfreie Oberflächenbeschaffenheit, eine spielfreie, präzise Mechanik und exakte Funktion hin überprüft werden. Die internationale gute Resonanz und die stetig steigenden Umsätze machten die Firma Hebo-Instrumente zu einem renommierten Unternehmen im Raum Tuttlingen. Das neu erstellte Fertigungsgebäude wurde Anfang 1986 bezogen und ist mit den modernsten der Chirurgiebranche angepassten Fertigungsmethoden ausgerüstet. Unsere Rohlinge beziehen wir von den Gesenkeschmieden aus Tuttlingen und Solingen, die für ihre Produkte rein deutsche Edelstähle verwenden. In einem ersten Arbeitsgang erfolgt das Maulfräsen.
Die verwendeten Stähle sind ausschließlich hochlegierte Chrom-Nickel-Legierungen, weshalb Spezialfräser benötigt werden. Hier werden die Schlussschräge und die Brancheninnenfläche gefräst. Das Sperrenfräsen geschieht durch automatisches Spannen und Festklemmen des Teiles. Sämtliche Vorrichtungen wurden von uns selbst entwickelt und hergestellt. Die Bearbeitung des Steckteils geschieht mit zwei gegenüberliegenden Fräsern. Die beim Arbeitsprozess entstehende Wärme erfordert eine laufende Kühlung des spannabhebenden Werkzeuges. Die dabei verwendeten Kühlmittel sind genauestens auf Werkzeug und Stähle abgestimmt. Die Fräsung des Kastenteils erfolgt mit zwei gleichlaufenden Kreissägefräsern, die beidseitig automatisch in das Instrument eintauchen bis zum Durchbruch. Um eine einwandfreie Gelenkführung zu erreichen, wird das Kastenteil mit einer Spezialmaschine innen poliert. Durch verschiedene Formfräser werden die Instrumente bis auf 500 mm Genauigkeit in das Endmaß gefräst. Vor dem Polieren werden alle Instrumente kontrolliert und mit handwerklichem Geschick gerichtet, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Sämtliche scharfe Kanten und Gräte am Instrument werden mit einer Spezialfeile beseitigt. Beim Durchstecken einer Klemme wird das Kastenteil mit einem konisch verlaufenden Spannwerkzeug festgehalten und durch einen konisch verlaufenden Dorn aufgebogen. Steckteil und Kastenteil, auch männliches und weibliches Teil genannt, werden zusammengesteckt. Hier wird das aufgebogene Kastenteil mit einem für Mechaniker unüblichen Spannstock wieder zusammengepresst. Zusammenpassen und richten sind ein zeitraubender Vorgang, der auch heute noch reine Handarbeit ist und deshalb hohes handwerkliches Geschick erfordert. Anschließend werden die Zähne ineinander gepasst, damit beim fertigen Instrument ein einwandfreies Ineinandergreifen der Maulzähne gewährleistet ist. Nachdem das Instrument seine Funktionsfähigkeit erlangt hat, wird der für die weitere Bearbeitung notwendige Gelenkstift gebohrt und leicht eingesetzt. Mit einer Edelkorundscheibe wird das Instrument in Form geschliffen, bevor es zur Verfeinerung mit dem weicheren Schleifband weiter bearbeitet und in die Endform geschliffen wird. Beim Härteverfahren werden die Instrumente automatisch auf einem Titanband von Schutzgas umgeben, durch den Heizkanal mit 980 bis 1060 Grad befördert. Im Kühlkanal erfolgt innerhalb weniger Sekunden eine Abkühlung auf ca. 20 Grad. Die Anlage ist elektronisch gesteuert und garantiert ein bruchfestes, elastisches Instrument mit einer Härte von 40 bis 56 Rockwell, je nach Verwendungszweck. Um Spannungen innerhalb des Materialgefüges abzubauen, werden die Instrumente anschließend mit 320 Grad vergütet. Die nachfolgende Innenringbearbeitung wird mit einer Spezialmaschine durchgeführt.
Um ein gleichmäßiges Öffnen und Schließen des Instrumentes zu sichern, wird das noch nicht feingeschliffene Steckteil poliert. Nach dem Anpolieren wird der fertige Niet gesetzt und das Taumelnietverfahren angewandt. Dieses gewährleistet dem Chirurgen eine reibungslose und gefühlvolle Handhabung des Instrumentes. Danach erfolgt eine nochmalige Funktionsprüfung. Alle Instrumente werden mit einem feinen Schleifband poliert, bevor sie von einem galvanischen Verfahren mit Säuren und Laugen unterzogen werden. Dieses sogenannte Elektropolieren dient der Rost- und Korrosionssicherheit der Instrumente, die anschließend den Koch- und Kupfersulfat-Test standhalten können. Diese Bearbeitung bewirkt außerdem die Entstehung einer Hochglanzoberfläche. Um eventuelle noch vorhandene Kratzer und Reibflächen zu beseitigen, werden die Instrumente mit einer Stoffscheibe geschwabbelt. Die Endkontrolle wird mit einem Mikroskop durchgeführt, wobei die Instrumente auf eventuelle Risse und poröse Stellen untersucht werden. Erst danach werden sie mit unserem Namen, Katalognummer und Erzeugerland geätzt. Auf besonderen Wunsch ist auch eine Markierung mit den Zeichen unserer Kunden bzw. deren Endabnehmer möglich. Es erfolgt eine letzte Funktions- und Oberflächenprüfung, bevor die Instrumente mit HEBO-Garantiekarten versehen in einen Polyethylenbeutel eingeschweißt werden. Falls notwendig, werden nach dem Ätzen nochmals scharfe Kanten entfernt. Alle HEBO- und HEBO-DUR-Instrumente werden in Deutschland hergestellt. Deshalb sichern wir unseren Abnehmern eine 5-jährige Garantie zu. Zu unseren Kunden zählen viele namhafte Instrumentenspezialisten auf der ganzen Welt. Von Weilheim aus werden HEBO-Instrumente in alle Kontinente verschickt und finden durch die hohe Qualität einen ständig wachsenden Abnehmerkreis.